Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Crash Bandicoot 3. So, Deutsch und dann neues Spiel, los geht's, würde ich sagen. Nein, das kann nicht sein. Böse, das Böse kommt über uns. Niemand wagt, den großen Uka Uka zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen und diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück. So, und damit geht's los, ja. So, okay. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal ins erste Level rein. Toad Village. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Natürlich, natürlich. So, das erste Level ist ein Mittelalter-Level. Das sind eigentlich die leichtesten im Game, aber naja. So, ja, das wird ein 105% Let's Play, heißt halt alles. Alle Kisten, alle Kristalle, also alle Edelsteine eher gesagt. Und natürlich die Goldrelikte, worauf ich mich natürlich so gar nicht freue. So. Die Frösche sind auch richtig ätzend. So, wie viel haben wir denn? 18 von 42. Ja, am Anfang werde ich erstmal nur die Kristalle holen, die sind ja eh so oder so in einem Level drin, die kann man eigentlich gar nicht verpassen. Die Kisten sind nur an bestimmten Leveln nicht zu erreichen. Lol.
Aber die holen wir dann natürlich nach, ist ja klar. Müssen wir ja. So. Der hat mich jetzt nicht ernsthaft getroffen. Ja, ich weiß nicht, ob ich Crash Bandicoot erklären muss, weil, naja, ein paar haben es schon, ein paar viele haben das schon Let's Played und so. Und das, ja, ist eigentlich klar, was man hier machen muss. Das wurde ja auch erklärt, man muss einfach nur Kristalle holen und so. Also das, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war schon das erste Level. So, das zweite ist Under Pressure. Ich hasse die Wasserlevel in Crash, aber naja. Ist halt auch nur wegen der Kacksteuerung. Oh Gott. So, ja, ich habe das Game schon zweimal auf 100%, auf 105% gespielt. Oh. Deswegen sollte das hier eigentlich kein großes Problem sein oder werden. Aber wir werden es sehen. Ich habe doch gedreht, verdammt. Also die einzige Schwierigkeit liegt eh nur in manchen Edelsteinen, vielleicht 4 oder 5 oder so, und halt in den Goldrelikten. Die Platinrelikte werde ich natürlich nicht holen, weil manche sind da schon echt zu hart, und wenn man knapp die das Goldrelikt holt und dennoch das Platinrelikt holen soll, ja, es kann dauern, aber das mache ich dann halt nicht, weil für die 105% reichen ja die Goldrelikte. So, den haben wir da. Habe ich sie jetzt abgeschossen? Ja, ne? Ja. Ah, Mann. Ja, Leben sind in diesem Spiel eigentlich auch kein Problem. Wie man sieht, habe ich schon 9. Man kann sie halt hier schon ziemlich leicht farmen und ja. Ihr könnt ja mal mitzählen oder so, wenn ihr wollt, wie oft ich in diesem Let's Play sterbe. Mann, dieses Kackteil jetzt hier. Ja. So, okay. Ach ja, wie wird das ätzend, das Level auf Zeit zu spielen? Da ist schon der Kristall. Oh nein. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Ja. Kann man das neu starten? Nee. Gut, denn, yeah, nochmal. Och, komm, das ist mir noch nie passiert. Crash, Coco, wenn ihr den Kristall eines Levels schon geholt habt,
werdet ihr beim zweiten Mal eine schwebende Uhr finden. Die Uhr aktiviert den Zeitmodus. Wählt ihn und die Uhr beginnt zu ticken. Lauft so schnell wie möglich, aber passt auf. Einige Elemente ändern sich. Ja, das sind halt die Relikte, aber das machen wir jetzt sowieso nicht. Gut. Oh, Kissen holen. Bei der. So. Wie viel haben wir denn? 51? So, 56. So schnell vorbei. Eigentlich braucht man hier nur halt ein bisschen denken und nur schießen. Es ist halt so kein Problem. Okay, jetzt muss ich hier unten lang. Okay, ich hab sie. Nochmal an dem Hai und ja. Nice. Gut. Das war's denn für den ersten Part. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.